Welcome to the Brand News. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der überaus informativen Brand News, die Nachrichtensendung aus dem Herzen Bensheims. Auch heute am Montag, den 29. Februar 2016, ist mein Name Björn Brandhorst und ich bin Ihr Nachrichtensprecher. Wie auch Sie sind wir überaus überrascht, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist. Aus Protest habe ich mir die Haare wachsen lassen, und zwar überall. Apropos Haare. Haarig steht es um unser Krankenhaus in dieser schönen Stadt Bensheim, der größten Stadt des Landkreises. Das Heilig-Geist-Hospital soll wegen der Schließung einiger Bereiche zu Heilig-Geiz-Hospital umbenannt werden, so der beauftragte Insolvenzverwalter. Leicht erkältete Bürger befürchten zusätzlich, dass die Notaufnahme zur Notaufgabe werden würde. Unser HGH muss bleiben. Auch die Chirurgie bekommt mit Schizophrenie einen neuen Namen, wenn das so weitergeht. Werdende Mütter, die zukünftig ihre Kinder angeblich und ausgerechnet in Heppenheim zur Welt bringen müssen, ziehen eine absurden Station der Geburtenstation vor. Bensheim. Immer mehr Metzger stellen vegetarische und vegane Wurst her. Bensheimer Metzger starten die Gegenoffensive und stellen ab sofort vegetarische und vegane Produkte wie Gemüse und Früchte aus Fleisch her. Sehen Sie selbst. Das ist ja was. Gemüse aus Fleisch. Das wollen wir gleich mal ausprobieren, beziehungsweise fragen wir mal nach. Wir sind hier beim Kunzemann. Kommt mal mit. So, hier. Schauen wir mal. Also ich sehe hier nur Fleisch, aber gucken wir mal. Entschuldigung. Eine Frage. Können Sie mir kurz, Sie haben hier eine ganz tolle Theke mit ganz viel Waren. Was ist denn das? Was ist denn das hier vorne zum Beispiel? Das sind Brokkoli. Brokkoli, ja. Achso, und was ist das hier? Das davon? Das ist Papaya. Ah, Papaya. Das ist schon ein bisschen überreif, aber okay. Gebe ich Ihnen auch zum Heimpreis. Und was hängt da hinten alles? Das sind Kartoffeln, das sind Zwiebeln. Kartoffeln und Zwiebeln, ja. Okay. Und haben Sie auch Früchte? Ja, Früchte? Ja, wo sind die Früchte? Ganz leckere Erdbeeren. Sind die eingelegt? Ja. Ah, okay. Okay, ja. Es scheint wirklich zu stimmen. Die Bensheimer Metzger machen aus Fleisch Gemüse. Oder umgekehrt? Ich weiß jetzt auch nicht, aber guck mal mit. Ja, wollen wir mal schauen, ob hier auch im Kindinger Gemüse aus Fleisch gemacht wird. Fragen wir nochmal die Fachverkäuferin hier. Entschuldigung, Sie haben hier eine ganz tolle Theke mit ganz vielen Waren. Was ist das hier vorne? Brokkoli. Ah, okay. Und was haben wir hier hinten? Blumenkohl. Ah ja, sieht man natürlich. Okay, ich gehe mal davor. Ah ja, was ist das da hinten? Das ist Wirsing. Wirsing, ah, okay. Okay, und haben Sie noch was, weiß ich nicht, so Äpfel oder Birnen irgendwo? Ja, hier. Ah ja, natürlich. Dankeschön, ja. Ja, scheint zu stimmen. Ja, dann danke ich Ihnen, vielen Dank. Also, auch beim Kindinger ist es so, ne? Also, ciao. Farbenfrohes Bensheim. Für Verwirrung sorgte eine Veranstaltung am gestrigen Sonntag bei den sogenannten Guntrum-Galerien. Bürger sahen im Begegnungscafé Rot und Grün gleichzeitig. Farbig geht es weiter in unseren Meldungen. Die Oscarverleihung irgendwo in den USA. Und wieder nur weiße Schauspieler für den begehrten Oscar nominiert. Bei 70 von 88 Verleihungen wurden in den wichtigsten Kategorien keine Menschen mit afroamerikanischen Wurzeln berücksichtigt. Damit sich das endlich mal ändert, hat Moderator Chris Rock eine interessante Idee. Sein Vorschlag, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, in dem Nachrufbeitrag über die verstorbenen Academy-Mitglieder des vergangenen Jahres sollten nur Schwarze vorkommen. Es solle darin nur schwarze Menschen geben, die von Polizisten auf dem Weg ins Kino erschossen wurden. Ob dieser Vorschlag angenommen wurde, liegt unserer Redaktion bis dato leider nicht vor. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Gratulieren möchten wir Leonardo DiCaprio zu seinem ersten Oscar überhaupt. Welche Farbe die Gewinner bei der diesjährigen Reinhold-Ding-Preisverleihung haben, in der herausragende Heppenheimer Persönlichkeiten geehrt werden, ist noch nicht bekannt. Kommunalwahl. Kommenden Sonntag, dem 6. März 2016, wird gewählt. Eine neue Partei schmeißt den Hut in den Ring zur Kommunalwahl. Die Alternative für Deutschland. Aus erklärlichen Gründen stößt die Partei an Grenzen.
Immer mehr Gaststätten verweigern der AfD, ihre Versammlungsräume zu nutzen. Dies nahm die Partei zum Anlass, spontan in Bensheim vergangenen Freitag mit einem Protestmarsch dagegen zu demonstrieren. Auf dem Foto im heutigen Bergstreßer Anzeiger zeigen sich die besorgten Bürger mit Transparenten wie Asyl für die AfD, keine Ausgrenzung der AfD und zu Bund gehört auch Blau. Jetzt reagierte die Partei AfD Deutschland mit einem eigenen und von der NPD vor Jahren für gut befundenen Plakat gegen das AfD-Transparent zu Bund gehört auch Blau. Hier die hauseigene Antwort. Lügen-News, 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 Lügen-News. Was ist denn da draußen los? Na, egal. Ladendiebstahl in Bensheim. Unfassbar, was in dieser Stadt los ist. Wieder ein Ladendiebstahl. Vielleicht liegt es an den sommerlichen Temperaturen. Ich meine, Uli Kagermeier hat schon die Sommerbeschulung rausgestellt. Aber ein Geschäft wurde geklaut, Bernd Waltemode. Also nicht Bernd Waltemode selber, aber das gesamte Geschäft wurde geklaut. Ich sehe hier einen schockierten Passanten. Entschuldigung, was sagen Sie dazu? Ja, es ist furchtbar, was hier passiert ist. Das mit diesem Diebstahl überall. Einfach weg. Ja. Ein ganzes Geschäft, wie ein Geldautomat, einfach aus dem Herzen Bensheims herausgerissen. Ja, das ist ja einfach furchtbar. Furchtbar. Einfach furchtbar. Furchtbar. Ich gebe zurück ins Studio. Jetzt haben sie Bernd Waldemode geklaut. Das wird ja immer besser in Bensheim. Nun ja. Das waren die Brand News für heute. Mal schauen, was morgen wieder los ist. Ich gebe ab ans Wetter. Mein Name habe ich bei der Einleitung schon gesagt und ich freue mich, euch alle morgen wieder zu sehen. Bis dann, schönen Abend und auf Wiedersehen. Merhabalar, benim adım. Nein, hayır, adımı söylemeyeceğim. Şimdi ne görüyoruz? Güneş görüyoruz, kar görüyoruz. Birisi ölüyor ama onu söylemeyelim. Çünkü Almanya'dayız ve ölmekten onlar biraz kuş alıyor. Ben acıktım ve şimdi ben de gidiyorum. İyi günler. Almanya'ya gelmeyin.